Botschaft Nummer 1282. 27. März 2021. Der Weg nach Golgotha hat begonnen. Mein Kind. Sage den Kindern, der Weg nach Golgotha hat begonnen, und sage ihnen, dass für ihre Vorbereitung nur noch sehr wenig Zeit verbleibt. Wer sich nicht zu mir bekennt, wird schon bald verloren sein, denn das, was in eurer Welt gerade geschieht, hat und wird verheerende Folgen haben für alle die, die sich nicht zu mir, zu ihrem sie so sehr liebenden Jesus, bekehren. Kinder, meine so von mir geliebten Kinder, wacht auf! Was mit euch geschieht, durch die Hand derer, die dem Teufel huldig sind, wird schweres Leid für und über euch bringen. Ihr seht es nicht, weil ihr blind denen folgt, die euch nicht lieben. Ihr hört es nicht, weil ihr denen glaubt, die euch belügen. Ihr glaubt es nicht, weil ihr nicht auf mein Wort hört, es nicht wahrhaben wollt, und es bequemer für euch ist, andere für und über euch entscheiden zu lassen. Kinder, erwacht, denn wenn ihr euch nicht wehrt, werdet ihr zugrunde gehen. Ihr müsst beten, beten, beten und euch zu mir, zu eurem Jesus, bekennen. Nur ich, euer Erlöser, kann und werde euch durch diese Zeit des Leids und der Not, der Dunkelheit und Irre führen, doch brauche ich dafür euer unwiderrufliches und sich stets erneuerndes Ja zu mir. Nur eine Seele, die ganz bei mir ist, wird den Weg mit mir gehen, den ganzen Weg, und dieser geht direkt in mein neues Königreich. Alle anderen aber, die ihr euch gegen mich entscheidet und ihr entscheidet euch gegen mich, wenn ihr keine Entscheidung trefft. Strich, werdet verloren gehen, und die Pforten des neuen Königreiches werdet ihr nicht erreichen. Die Feuersfluten werden euer Los sein, und in diesen werdet ihr untergehen, deshalb, geliebte Kinder, die ihr seid, bekehrt euch jetzt, findet zu mir, zu eurem Erlöser, und bereitet euch vor, denn das Ende ist nah, und mit Schrecken werdet ihr, die ihr euch nicht rechtzeitig bekehrt habt, feststellen, dass der Teufel euch belogen hat, und all den Schein und Glanz, die Heuchelei und den Betrug, werdet ihr erkennen, doch es wird dann zu spät sein, geliebte Kinder, und eure Seele wird leiden. Leiden, leiden, eine Ewigkeit, und ich werde nichts für euch tun können. Amen. Bekehrt euch zu mir, zu eurem Erlöser, damit ihr verschont bleibt von den Höllenqualen, die euch erwarten, wenn ihr nicht rechtzeitig zu mir, zu eurem Jesus, kommt. Amen. Mein Kind. Mache auch dies bekannt. Die Menschen müssen erwachen, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Amen. Nur eine Seele, die ganz bei mir ist, wird eingehen in mein Königreich. Sage es den Kindern bitte. Amen. In tiefer Liebe. Dein und euer Jesus, das Kreuz nach Golgotha tragend. Amen. Strich. Die Zeit, sie drängt, und es wird langsam eng, für alle die, die sind noch fern, vom Hochchrist. Die Dunkelheit, sie größer wird, und bald schon steht das Ende vor eurer Tür. Die Kinder, viele glauben's nicht, doch es ist wahr, und untergehen werden die, die dem Teufel treu und huldig dienen, und leider auch die anderen all, die belügen sich lassen, o welche Qual, wird's sein für diese armen Kind, wenn die Feuersflut, sie verschlingt. Es ist noch Zeit, so bekehrt euch, ihr Kind, denn schneller noch, als der stärkste Wind, wird das Ende kommen für alle Leut, so seid besser beim Herrn für diese Zeit und heut, denn nur mit ihm geht's ins Königreich, wo Liebe herrscht und voller Freud, die Kinder eingehen, die dem Hoch treu, und leben dort werden eine Ewigkeit, die tausend Jahre währen wird, so seid besser alle bereit. Macht euch also bereit, meine geliebten Kinder, die ihr seid, denn der Herr ist nah. Amen.
In tiefer Liebe verbleibe ich euer Bonaventura. Amen. Betet viel und betet innig, denn nur durch das Gebet werdet ihr dem hohen nahe kommen. Amen.